Die Entwickler haben gestern eine große Ankündigung gemacht, die wahrscheinlich einige von euch ein wenig verärgern, andere freuen wird. Es geht um den Preis von The Sims 4 und dem neuesten Wüsten-Oase-Set. Alles dazu in diesem Video. Völlig überraschend wurde von meinen Kollegen von Instant Gaming ein Tweet gepostet, der eindeutige Bilder einer Preisankündigung für The Sims 4 zeigt. So soll das Basisspiel ab dem nächsten Monat ab da an kostenlos zur Verfügung stehen. Dann ein wenig später die offizielle Ankündigung. Damit haben die Entwickler das Basisspiel, welches im Jahr 2014 in der Basisversion noch 60 Euro gekostet hat, auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt. Es wird zudem ein neues Bundle geben, mit dem das Waschtag-Accessoire-Pack und Landhausküchenset für 15 Euro gekauft werden können. Eine unnötige Kombination, da man hier nicht spart. Auch ein genauer Zeitpunkt der Umstellung ist bekannt. Ab dem 18. Oktober kann das Spiel von allen kostenlos heruntergeladen werden. Es gibt aber noch eine weitere Überraschung für alle The Sims 4 Spieler. Das frisch veröffentlichte The Sims 4 Wüsten-Oase-Set kann ab sofort von allen kostenlos gespielt werden. Klickt einfach auf Origin bis zum 17. Oktober auf den Jetzt-Kaufen-Button und nehmt das Pack für 0 Euro mit. Zu diesem kommt wahrscheinlich die Tage noch ein separates Video. Meiner Meinung nach ist der Schritt nicht wirklich überraschend. Schon die letzten Jahre wurde das Basisspiel immer mehr und mehr reduziert und war auch schon öfters mal für nur 5 Euro im Sale. Dass EA diesen Schritt geht, hätte ich aber trotzdem nicht für The Sims 4 erwartet. Lassen wir uns einfach mal überraschen, ob EA das Basisspiel möglicherweise mit noch mehr In-App-Käufen bestücken oder einfach die Erweiterung als Einnahmequelle sehen wird. Vielleicht steht ja auch ein mögliches The Sims 5 standardmäßig kostenlos bereit und wird dann mit weiteren DLCs erweitert, wer weiß. Das eben angesprochene Set gibt es aber noch ein wenig günstiger bei meinem Partner Instant Gaming, Link in der Beschreibung. Freut ihr euch darauf, The Sims 4 bald kostenlos spielen zu können oder gebt ihr euch einfach mit dem kostenlosen Set zufrieden? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video. We'll be right back.